Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute ist Club Nintendo vom Februar 93 dran. Ja, es erwarten uns fantastische Themen. SimCity, Super Mario Land 2 und Batman. Der Joker schlägt wieder zu. Ich würde sagen, wir schauen sofort rein. Also von der Grundauswahl her klingt das schon einmal wirklich, wirklich, wirklich gut. Gefällt mir. Ja, was haben wir hier an Themen? Super Nintendo, World League, Basketball, ja, das ist nicht so gut. SimCity, Zelda, Lemmings, Roadrunner, Super Mario Kart, Super, Joan Mac, Pilot Wings, Game Boy haben wir, Mystic Quest, Mega Man 2, Super Mario Land 2, NES und so weiter. Ich würde sagen, schauen wir mal rein. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, würde ich sagen. Ja, World League Basketball. Ganz ehrlich, mich wundert schon etwas, dass das jetzt so krass hier drin gefeatured ist, weil das Spiel ist nicht gut. Das haben ja schon Joe und ich mal in einer Quält sich zusammen Folge mal gemacht. Ich meine, es ist ja schön, dass es hier so viele Teams gibt und auch von der ganzen Welt und man kann toll spielen, aber das Spiel ist halt kacke. Das Hauptproblem ist halt, ihr seht es hier vielleicht auf den Screenshots, ich zeige es mal näher ran. Es wird halt so in Mode 7 Effekt quasi Manie gespielt. Und die Steuerung ist halt nicht so geil, weil man kann halt nicht unbedingt die Distanz zum Korb irgendwie erfassen. Und die Steuerung ist auch irgendwie ganz komisch. Deswegen finde ich halt auch komisch, dass vor allem auch Basketball, ich meine, Basketball ist jetzt hier in Deutschland nicht so das Riesenthema wie in Amerika zum Beispiel. Und es ist auch nicht gut, das Spiel. Deswegen bin ich gerade etwas, ja, fast entsetzt, dass das hier über, immerhin über 4 Seiten groß in dem Magazin hier gefeatured wird. Finger weg von dem Spiel. Ich weiß noch, als wir das für unsere Quetsicht-Challenge gekauft haben, habe ich das Spiel auf einer Börse gekauft und ich bin zu dem Stand hingegangen, weil wir halt diese Challenge laufen haben und hatte gefragt, hier Junge, ich brauche ein Scheißspiel, möglichst billig, was hast du da? Hat er mir das in die Hand gedrückt und meinte, endlich werde ich es los und war sehr gerührt. Also das sagt einiges zu dem Spiel aus. Was natürlich nicht so schlecht ist, ist SimCity. SimCity ist ja eine riesen Reihe, würde ich sagen. Ist natürlich oft auf vielen, vielen Systemen released worden. Hat auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Der Will White, der ja berühmt ist für viele Sim-Spiele, natürlich auch sein größtes Werk ist vielleicht The Sims, hat das entwickelt und eigentlich eher durch Zufall. Und zwar hatte er irgendein, glaube ich, Helikopter-Kampfspiel programmiert, wo man halt mit einem Helikopter rumgeflogen ist und auf Städten irgendwas kaputt geschossen hat. Und um diese Städte einfacher zu erstellen, hat er halt so einen Städtebaukasten gehabt. Und hat irgendwie gemerkt, hey, das macht mir irgendwie mehr Bock als das Spiel an sich. Und daraus hat dieses Spiel entwickelt. Kam, glaube ich, ursprünglich auf den Apple II und PC raus, aber das ist jetzt nicht so unbedingt sicher. Kam auch vielen verschiedene Versionen raus, hat natürlich auch diverse Nachfolgertitel hervorgerufen. Und ja, was soll ich sagen? Diese Version für Super Nintendo, das zählt wohl auch als eine der besten. Was mich so persönlich überrascht hat, weil ich war immer sehr skeptisch, ja, das ohne Maus zu spielen und so, ob das so viel Sinn macht. Aber sie haben es wirklich super umgesetzt und das war wohl wirklich ein großes Anliegen von Nintendo, halt dieses Spiel von Will White mit ans Board zu holen und sind natürlich auch super froh, dass sie es geschafft haben. Haben sie natürlich noch so ein bisschen Super Nintendo Charme mit reingebracht, ne? Hier wie zum Beispiel diesen Bürgermeister als Hilfe und als Katastrophe ist zum Beispiel Godzilla oder na, man durfte es halt nicht offiziell Godzilla nehmen, aber ist dann natürlich Bowser und so weiter. Also ist echt eine feine Sache und der Version echt super. Ich habe ja auch einen Test vor Urzeiten schon mal gemacht. Gehört eigentlich in jede Sammlung rein, also macht viel Spaß. Und anscheinend haben sie hier so ein paar Städte-Layouts gemacht, was man hier alles so machen kann. Ist echt drollig. Deswegen schätze ich mal, dass sie es schon mal richtig vorgestellt haben. War, glaube ich, auch eines der Launch-Titel, wenn ich, oder zumindest kam es sehr, sehr nah am Erscheinungszeitpunkt raus. Sehr, sehr schöne Sache auf jeden Fall. Da haben wir natürlich hier wieder den Klassiker
Zelda 3, ich hab's geliebt, ich hab's schon so oft erwähnt, deswegen gehe ich hier mal gar nicht mal so tief rein. Geht weiter quasi die Art der Komplettlösung. Anscheinend scheint hier der Turm der Burg von Hyrule, das ist ja der vierte Dungeon, glaube ich, der Oberwelt, ne? Also der normalen Welt, der Lichtwelt nennen sie es hier. Und dann kommt man danach ja in die Schattenwelt. Das war wirklich eine feine Sache damals, aber wie gesagt, ich gehe jetzt mal gar nicht so hier drauf ein, weil jeder kennt das Spiel im Prinzip. Es ist ein super Klassiker, ich habe es damals geliebt, es ist auch eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele aller Zeiten. Mein Lieblingsspiel ist ja Link's Awakening, wie ich an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt habe, ne? Also so dezent. Und hier gibt es natürlich viele Geheimnisse zu verstecken, ne? Bla 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 bla, gehe ich mal nicht so weiter drauf ein. Aber hier, Lemmings, super Sache. Anfang der 90er kam man um die Lemmings eigentlich gar nicht drum herum. Ich glaube, die sind ursprünglich für den Amiga oder für den C64 erschienen. Ich bin mir gerade unsicher, für welches System genau. Und waren so erfolgreich, dass sie natürlich auch auf viele verschiedene Systeme portiert wurden. Unter anderem natürlich auch auf den Super Nintendo und auf den Game Boy auch. Und auf den Game Boy hatte ich auch schon mal einen Test gehabt. Das läuft da sogar relativ vernünftig, was man auch gar nicht so erwarten kann. Weil auch da, wie ähnlich wie bei SimCity, denkt man, hä, ohne Maus? Kann das was werden, aber ist durchaus gut, ist durchaus gut. Wer es nicht kennt, wer es damals verpennt hat, das dürften aber nicht viele sein, die das damals erlebt haben. Ihr habt diese kleinen Lemminge im Prinzip, die laufen immer von links nach rechts zum Beispiel oder den Weg entlang und laufen in Gefahren rein. Ob da ein Abgrund ist, wo sie runterstürzen und sterben oder ähnliches, in Lava fallen oder ähnliches, die laufen blind einfach weiter, wie diese Lemmings, wie man so ein bisschen umgangssprachlich sagt. Um das zu verhindern, müsst ihr einzelnen Lemming bestimmte Aufgaben geben, ne? Wie zum Beispiel hier das Stopper, da steht dann halt da, macht nach links und rechts, sorgt dafür, dass da kein Lemming mehr durchläuft. Es gibt natürlich den Digger, also Gräber, die entsprechenden Tunnel graben, womit man dann zum Ausgang kommt. Und euer Ziel ist es halt immer, die Lemminge möglichst viele heil zu dem Ausgang zu boxieren. Und es ist halt ja, so ein kleiner Action-Puzzler, kann man glaube ich sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spielprinzip und auch im Super Nintendo durchaus gut umgesetzt worden. Da kam, glaube ich, auch ein Nachfolger raus. Lemmings 2 The Tribes heißt das, glaube ich. Das habe ich ja auch noch irgendwo rumliegen. Das müsste ich auch mal testen, glaube ich, irgendwann mal bei Gelegenheit. Aber um Lemminge kam man damals echt nicht drumherum. Looney Tunes Roadrunner. Ja, da muss ich sagen, das ist so ein bisschen eine zwiespältige Geschichte bei mir. Und zwar, wenn man sich die Grafik sich ansieht, das sieht echt top aus. Ne? Also kann man nichts sagen. Und natürlich Looney Tunes, super Lizenz, wird natürlich deswegen entsprechend hier auch schön gefeatured. Problem ist jedoch, das Spiel ist zumindest meiner Meinung nach nicht gut. Ich habe mir es nämlich damals von einem Kumpel mal geliehen. Ne? Wie es man damals halt so gemacht hat, man hat sich Spiele von Kumpels ausgeliehen. Ja. Und ich habe es reingetan, ich war von der Grafik und der Technik her begeistert, sah super aus, aber ich habe irgendwie gemerkt, das Spiel ist irgendwie nichts. Die Steuerung ist einfach zu schwammig. Es ist natürlich so, ihr steuert hier den Roadrunner und müsst den Coyote weglaufen. Also im Prinzip wie in der Zeichentrickserie. Aber die Steuerung, die ist so schwammig, ihr könnt nicht wirklich gezielt springen. Es geht nur auf die Geschwindigkeit. Klar, Geschwindigkeit muss ja sein. Und dadurch müsst ihr die Level halt auswendig lernen, wo sind Hindernisse und so weiter. Also mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Finde ich echt schade, weil die Technik, die Grafik, die ist so stimmig, super, aber das Spiel, ich wurde einfach damit nicht warm. Ich weiß nicht warum, aber ich wurde damit nicht warm. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich finde die Steuerung halt sehr, sehr seltsam und sehr, sehr schwammig. Wo man natürlich warm wird und natürlich auch ein fester Bestandteil in jedem Nintendo Line-Up für quasi jede Konsole oder fast jede Konsole ist Super Mario Kart auf jeden Fall. Ja, Super Mario Kart ist ja ein Klassiker. Ne? Also ich fahrt mit den kleinen Karts rum, sammle natürlich entsprechende Sachen ein, wie ne, den berühmten Panzer, um irgendwelche anderen abzuwerfen und so weiter. Ja, super Spaß, macht natürlich alleine Spaß und macht natürlich zu zweit noch viel mehr Spaß. Ich habe das mit meinem Bruder immer damals gespielt. Wir haben aber immer die Grand Prix Sachen eigentlich abgefahren. Es gibt natürlich so einen Battle-Modus, wo man so Arenen hat, wo man sich dann gegenseitig abschießen kann. Das haben wir eigentlich gar nicht so weit gemacht. Und ich finde, dafür, dass es wirklich dieser erste Eintrag ist, damals war Nintendo so ein Gefühl, zumindest so etwas experimenteller, was halt neue IPs mit seinen Charakteren angeht. Super Sache. Ne? Muss ich nicht viel sagen. Haben natürlich noch viele von euch zu Recht
lieben diese Serie. Auch auf der Switch natürlich ein neuer Ableger. Super. Finde ich super. Wie gesagt, hier ist der Battle Mode Time Trial. Gibt es natürlich viele verschiedene Strecken, die alle sehr, sehr stimmig sind. Kann man wirklich nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Kommen wir weiter zu Joe and Mac Caveman Ninja. Ja, das Spiel hat mir so gar nichts gesagt irgendwie, bis ich einen Wunsch bekommen habe. Und zwar vom Fantastischen. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist mir gerade peinlich. Ah, Mist. Jedenfalls der fantastische Mensch, der mir auch das Solidi-Siegel von Retro Panda gemalt hat. Ich komme nicht auf den Namen. Kennt ihr das? Wenn ihr manchmal so wirklich auf dem Schlauch steht, den Namen quasi vor euch seht, aber den nicht aussprechen könnt. Tut mir leid. Jedenfalls, du hast dir ja das Spiel gewünscht. Kann ich gar nicht, habe ich reingespielt, ist ein super Spiel, also es hat ein bisschen schöner Plattformer auf jeden Fall, also jetzt nichts, was man sagen würde, oh, muss man unbedingt gespielt haben, aber wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Plattformer, schaut hier auf jeden Fall mal rein, das Thema ist natürlich schön, so, ne, Steinzeitmenschen, Höhlenmenschen, Dinosaurier gibt's, kann man nicht viel falsch mitmachen, also ist ein super Plattformer, solide umgesetzt, sage ich mal, finde ich nicht schlecht. Pilot Wings, ja. Ich hab's geliebt. Und zwar, das Spiel ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Das kam auch, glaube ich, zum Launch des Super Nintendos heraus. Und im Prinzip sollte das ja nur so ein bisschen diesen Mode 7 Effekt mal ein bisschen zeigen. Und es ist ein prinzipfriedliches Spiel, was damals auch nicht so unbedingt üblich war. Ihr habt da verschiedene Flugdisziplinen, die ihr dann nach und nach absolvieren müsst, um so sogenannte so Flugscheine, also Fluglizenzen zu bekommen. Und das können halt verschiedene sein. Können hier Doppeldecker sein, das können hier Raketenrucksäcke sein, Hängegleiter, also alles so, was so ungefähr mit Fliegen zu tun hat. Und je weiter ihr kommt, je höher die Lizenz ist, die ihr spielen wollt, desto mehr müsst ihr natürlich leisten und desto schwieriger wird das Ganze natürlich. Es gibt später dann auch noch Level mit Kampfhubschraubern, das war dann so, wow. Aber mir fällt gerade auf diese Zeichnung hier, ne? Das ist so quasi diese Instruktoren der einzelnen Bereiche. Ne? Hier, das ist der Anfänger, dann hier fortgeschritten und so weiter, die hier mal gezeichnet zu sehen, ist auch mal interessant. Ja, wir haben hier ein wunderbares Poster von Mystic Quest, sehe ich gerade. Und ganz viele Seiten. Hier gibt es das Club Nintendo Magazin. Oh, mit den alten vierstelligen Postleitzahlen. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob mein Laden da drin ist, wo ich mir es damals immer geholt habe. Bin ich gerade neugierig. Aber komischerweise weiß ich noch meine alte Dingsbums, ja, hier 3050 Wunsdorf habe ich gewohnt. Im Pötterjahren Spiel und Freizeit, Lange Straße 20 bis 22. Original, da habe ich es mir immer geholt. Ist so komisch, ne? Ich kann mir so kaum Zahlen merken, aber die alte Postleitzahl, die habe ich mir gemerkt. Aber ist geil, der ist echt drin, der Laden. Wunderbar, da habe ich es mir immer geholt. Ist natürlich auf viele Seiten hier. Ist bestimmt auch euer Laden dabei, wo ihr es immer geholt habt, ne? Kennt ihr das noch? Wo man wirklich dann mit seinem Club Nintendo Ausweis dann hin, pünktlich immer zum Spielwarenladen des Vertrauens gedackelt ist, um sich dieses Magazin zu holen. Ha, fantastisch. Ja, Top 10. Super Nintendo, Super Mario World, würde ich unterschreiben. Zelda, ja, F-Zero auch gut. Street Fighter auch gut. F-Zero, ja, hier wieder. Mario Paint, ne, ist halt, war damals eine coole Sache. Super Castlevania, Super R-Type, Super Soccer, ja, würde ich alles so unterschreiben. Alles gute Spiele auf jeden Fall. Ja, Game Boy, gucken wir mal, da sind ja schon so ein paar Jahre vergangen seit dem Release. Super Mario Land, Mega Man, Gargoyles Quest, Tetris, F1 Race, ja, DuckTales, Fallout 4, Turtles 2, Super ACVM, ja, Escape from Camp Deadly, das würde ich jetzt mal nicht so unterschreiben, ist aber natürlich auch von den Lesern, weil das ist natürlich echt ein Schmutzspiel. Leider sind ja die meisten Simpsons-Spiele aus der Zeit echt nicht so gut. Sagen wir es mal so vorsichtig, ne? Was sagen die Profis? Super Mario Land, Tetris, Dr. Mario, Metroid 2, Pinball, Mega Man, Gargoyles Quest, R-Type, Rescue of Princess Bobette, Blobett und Boulder Dash. Ja, das hier, das Princess Blobett, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, ehrlich gesagt. Fand ich als Kind sehr, sehr verwirrend, weil alles auf Englisch war und man, ne, das Spielprinzip ist jetzt nicht sehr eingängig, sage ich mal. NES, ja, Super Mario Bros. 3, Mega Man 3, Zelda, Mario Bros. 2, Zelda 2, Mario Bros. 1, Chip and Chap, ja, kann man so unterschreiben. Finde ich super.
Pilot ein Traumberuf für Leute, die nicht so schnell in die Luft gehen. Ah, schön. Haben sie hier so einen kleinen Special zu Pilot Wings. Ist auch geil, ne? Das haben sie aber auch nicht so wirklich weiterverfolgt irgendwie, ne? Dass sie sowas mal so thematisch gemacht haben. Aber als Kind wäre das bestimmt echt geil gewesen. Ich frage mich, wie viele Leser deswegen vielleicht so ein bisschen mehr pilotenbegeistert geworden sind und da vielleicht in die Richtung gegangen sind, ne? Würde mich mal interessieren. Wunderbares Spiel, kommen wir hier auf jeden Fall jetzt zu Super Mario Land 2. 6 Golden Coins. Ja, fantastisch. Mein Lieblingsplattformerspiel für den Game Boy auf jeden Fall. Es ist fantastisch. Es ist so ein großes Upgrade zum Vorgänger. Geht optisch eher so in diese 16-Bit-Richtung, was ja logisch ist. Und macht aber trotzdem auch seine eigenen Sachen. Also vielleicht nicht ganz so krass, sage ich mal, wie jetzt der erste Teil, der ja wirklich sehr experimentell war und teilweise so Shoot'em-Up-Levels hatte und so weiter. Ach, wunderbar. Was haben wir hier? Die Wälderzone. Also diese thematischen Zonen, ne? Man sieht sie hier ungefähr auf der Karte. Die waren alle so unterschiedlich, ne? Man hatte hier die Kürbiswelt, ein bisschen Halloween-mäßig. Dann hier die kleine Mario-Welt, wo man quasi so mit vielen Zahnrädern ist und so weiter. Hier die Timon-Welt, die Bäume-Welt. Ach, fantastisch, fantastisch. Super Spiel, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ist wirklich mein Lieblingsplattformer auf dem Game Boy. Und es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Plattformer auf dem Game Boy. Wunderbar, aber bin ich schon hier und da mal drauf eingegangen. Mystic Quest, Prinzip genauso. Ne? Ist ein super Spiel. Ich weiß echt nicht, warum das Spiel damals so an mir vorbeigegangen ist. Ich hätte es wirklich geliebt. Ich habe natürlich hier fleißig auch immer das Magazin gelesen, aber wenn man hier eine Retro-Perspektive das mal so sieht, das ist echt in sau vielen Magazinen immer wieder drin gewesen. Ne? Mega Man 2 habe ich einen Test zugemacht, finde ich gar nicht so verkehrt. Gilt als eines der eher leichteren Mega Man Titel, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Also für mich als nicht so Hardcore-Plattformer-Spieler, sage ich mal, war es trotzdem relativ anspruchsvoll. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wenn diese richtig harten Mega Man Spiele so ein bisschen abgedampft ist. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute so ein bisschen da die Nase rümpfen und von wegen, ha, ist doch viel zu einfach. Ich bin ja voll Profi und sowas, ne? Aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde es schön, ist ein bisschen diskutiert, das Spiel, sage ich mal. Und wir kommen hier wieder zu 1A Comics. Wie immer, ich halte mal meine Flossen weg. Ihr könnt dann pausieren, um das zu lesen. Da wird anscheinend Mario pixelig. Hier geht es einmal weiter. Können wir wieder Pause machen. Anscheinend grafische Verbesserungen gibt es da. Mega Man 4. Ja, jetzt kommen wir zum NES. Das haben sie wirklich diesmal wirklich sehr stark strukturiert. Ne? Super Nintendo, Game Boy und jetzt NES. Ja, Mega Man 4. Puh. Ich sag's immer wieder, ich bin kein Mega Man-Experte. Soweit ich weiß, ist ja der zweite Teil bei vielen, steht da hoch im Kurs und dann stagniert da so ein bisschen die Entwicklung, aber stagniert auf einem hohen Niveau natürlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Teil schlecht ist, um Gottes Willen, aber zumindest das, was ich gehört habe. Ja, Batman Return of the Joker, das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin ja allgemein kein NES-Experte, aber von dem Spiel hat man ja öfter mal gehört, dass das wirklich sehr, sehr gut ist und wirklich taugt. Schöner Plattformer. Ich kann echt nichts Tiefes dazu sagen. Ich habe es vielleicht mal kurz mal angespielt, kann jetzt aber keine tiefen Analyse euch geben. Finde ich aber sehr, sehr cool eigentlich umgesetzt, so vom Stil her und so weiter. Damals waren ja diese Lizenzspiele ja so Hit and Miss, ne? Also es gab viele Gurken und viele, also wenig wirklich, wirklich gute Spiele. Aber die Batman-Spiele sind, glaube ich, alle ganz gut gelungen. Ähnlich geht es mir bei Tom und Jerry. Vielleicht kennt ihr die Spiele ja, dann ab ins Kommentarfeld. Auch hier sieht die Grafik eigentlich relativ vernünftig aus. Jerry wurde anscheinend sehr gut umgesetzt. Sieht wieder wie so ein Plattformer aus. Und Monopoly. Oh. Da bin ich jetzt gerade echt begeistert. Das haben sie echt kreativ hier umgesetzt. Ne? So ein bisschen mit den Screenshots hier, mit den Beschreibungen und sowas in dem Feld. Haben sich echt viel Mühe gegeben. Ja, Monopoly gibt es ja auch gefühlt auf jedem verfügbaren Spielsystem in irgendeiner Form, oder? Zumindest ist das mein Eindruck irgendwie. Aber haben sie hier echt schön gemacht. Da haben sie echt viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Sehr coole Sache. Also wenn man das nur so kurz sehen würde, würde man sagen, okay, Monopoly-Spielfeld, aber den ganzen
Texte und sowas. Ja, schon coole Sache, würde ich sagen. Und schon sind wir auch schon bei den Tipps und Tricks, ne? Ja, wie immer natürlich ungeahnte Möglichkeiten des Schmetterlingsnetzes, F-Zero-Tipps, Diner Blaster, die ganzen Passwörter natürlich. Sehr cool, habe ich auch damals geliebt. Diner Blaster 1A-Spiel, sage ich euch. Ja, und dann sind wir schon am Ende, würde ich sagen. Ne? Hier zum Schluss haben wir noch eine schöne Legend of Zelda, A Link to the Past-Werbung. Ja, heute sind wir ein bisschen schneller durchgegangen. Aber obwohl ich dachte, okay, das ist relativ dick, das Heft, das sind schöne Spiele, haben sie wenig Vielfalt hier drin gehabt. Ne? Aber trotzdem eine sehr schöne Ausgabe. Und vor allen Dingen, für mich war es ein Nostalgie-Kick natürlich jetzt so in der Mitte mein ehemaligen Spielzeugladen nochmal zu sehen. Und echt faszinierend, dass ich das noch genau weiß. Aber hey, es freut mich, dass ihr diesmal wieder reingeschaltet habt, meine Lieben. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.